Was denn los, verdammt noch mal? Warum sagt denn keiner was? Du siehst doch, dass wir in unsere Heimarbeit vertieft sind. Bei der Arbeit spricht man nicht. Und ob, wie sagt der Dichter, zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn muntre Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. Oh, oh. Da fließt die Arbeit munter fort. Lass sie laufen. Oh. Auch das noch? Das ist ja eine schöne Sauerei. Na, immerhin die erste, an der du nicht beteiligt bist. Das ist eine Unverschämtheit, Opa. Wieso? Jetzt bist du ja beteiligt. Verdammt nochmal, bei dem Geschrei soll man in Ruhe Tüten kleben. Dann mach ich's lieber gleich wieder im Gefängnis. Ach Quatsch, da hat man sie doch gar nicht erst reingelassen. Ja, Adula, warum hast du uns eigentlich nie von deiner schönen Gefängniszeit erzählt? Verschweigt uns seine einzige gute Seite. Er soll uns lieber sagen, wieso sie ihn aus dem Gefängnis wieder rausgeschmissen haben. Damit wir armen Schweine ihn wieder resozialisieren können. Als ob wir nichts anderes zu tun hätten. Ihr tut ja nichts los, wir müssen verdienen. Ach, so nicht, du Klapperschlange! Wir müssen bei der Arbeit schöne Sprüche aufsagen, dann geht sie viel leichter von der Hand. Nichts geht von der Hand. Ich weiß einen schönen Spruch. Es ist die Arbeit, die das Leben würzt, auch wenn sie es einem unverschämt verkürzt. Da hat er recht. Wenn ich in meinem Leben jemals was gearbeitet hätte, dann wäre ich schon längst tot. Und darum ist jetzt Sense. Aber Arbeit adelt, Opa. Scheiß fast drauf, ich bleibe lieber bürgerlich. Arbeit ist das Bürgerzier, der Segen ist der Mühepreis. Aber nicht für Pensionierte, ohne Fleiß auch kein Verschleiß. Ohne Fleiß kein Preis, heißt das, sie Faulpelz. Und wenn wir hier nicht arbeiten, kommen wir nie zu einem eigenen Haus. Adula hat recht. Schau nur, wie fleißig er seine Tüten klebt. Na, wollen wir sehen, ob dem seine Tüten was taugt. Natürlich taugen sie was, natürlich. Nichts taugen sie, wie der Herr so sein Geschirr. Mach schön auf, Gabilein. Und wenn's der Mann ist, der die Tüten abholen will, schmeiß ihn gleich die Treppe runter. Aber erst, wenn er gezahlt hat. Oh, guten Tag, Herr Architekt. Architekt? Wieso Architekt? Na, wenn wir ein Haus bauen wollen, dann brauchen wir auch einen Architekten. Das ist ja noch schöner. Für mein sauer verdientes Geld holt dieser Windbeutel einen Architekten ins Haus. Ja, aber wer soll denn sonst das Haus entwerfen? Das macht Opa doch selbst, die Grashüpfer. Das will ich wohl meinen. Na, lassen Sie trotzdem mal sehen. Die Hundehütte für Heinrich finde ich nicht schlecht, aber wo ist das Haus? Aber das ist doch das Haus. Das ist das Haus? Sehen so Häuser aus? Sie sind wohl bescheuert, Mann. Das ist eine Lagerhalle für abgelaufene Schuhsohlen, aber kein Haus für einen Klimbim. Ich finde das Haus dufte. Für einen entlaufenen Zuchthäusler wie Sie vielleicht, aber nicht für einen ehrbaren alten Krieger. Sowas gehört ja gleich wieder in die Luft gesprengt. Wo ist denn der Turm? Ein richtiges Haus braucht einen Turm, damit man rechtzeitig sieht, wenn der Feind kommt. Was denn für ein Feind? Wir Klimbims haben doch nur Feinde. Ja, viel Feind, viel eher. Scheiße, jetzt sieht's ja aus wie eine Kirche. Einen Festungsturm mit Zinnen brauche ich. So, die Kapelle kommt da drüben hin. Und die vielen Fenster, bis die alle geputzt sind. Ja, das ist alles unmöglich. Wir brauchen keine Fenster. Schießscharten brauchen wir. Wir müssen schließlich wehrhaft sein. Aber gegen wen denn? Na, gegen unsere Kritiker, wenn die mit ihren spitzen Federn anrücken. Und einen Wehrgang brauchen wir, damit wir heißes Öl auf die Eindringlinge gießen können. Richtig, und in den Keller kommt der Hobbyraum. Was denn für ein Hobbyraum? Die Folterkammer, die Zivilisten. Das wird so, und hier noch das, und da eine Zinne, und hier ein Balkon. Dort die Ahnengalerie, und dann muss rundherum ein Burggraben ausgehoben werden. Und eine Zugbrücke muss her. Und dann sollen sie nur kommen. Wer? Die Mistkerle vom WDR. So, Herr Architekt, bauen Sie uns das? Nein, nein, nein. Nie und nimmer. Dann scheren Sie sich doch zum Teufel, Sie Reißbrettkanaille. Worauf Sie sich verlassen können. Ein schönes Haus. Richtig gemütlich. Da oben möchte ich mein Zimmer haben. Ja, seid ihr denn alle Mischucke geworden? Wir werden uns noch nicht ein solches Monstrum in die Gegend stellen. Schließlich bin ich nicht dieser verrückte Bayernkönig. Aber Opa, dieser Entwurf war doch deine Idee. Nie und nimmer. Ich wollte nur diesen Architekten loswerden. Aber nur hat er endlich von selbst die Flucht ergriffen. Aber wieso denn? Er war doch ein ganz netter Mann. Nett schon, aber teuer. Dem stand doch schon das Honorar auf dem Gesicht geschrieben. Und die Hundehütte, die er da entworfen hat, die bauen wir ohne ihn genauso gut. Heißt das, wir betrügen ihn um sein Architektenhonorar? Wir Klimbims sind zwar Raubritter, aber keine Betrüger. Merken Sie sich das, Herr von Scheußlich. Betrügen wir ihn oder betrügen wir ihn nicht?
Naja, wir haben einen kleinen Tausch gemacht. Er weiß jetzt, wie man ein tolles Schloss baut, und wir wissen, wie man eine Unnöte baut. Na, wahre Mahnung. Sie merkt worden. Was heißt das denn? Eine Hand wäscht die andere, ist griechisch. Aber wovon willst du denn unser Einfamilienhaus bezahlen? Wir haben doch erst 8 Mark. Da wird uns in den nächsten Sendungen schon noch was einfallen. Opa hat recht, denn eines wird uns ja beim Bau sowieso einfallen. Was denn, mein Kleines? Das Haus. Deutscher Amtsschimmel gewann das große Trabrennen von Düsseldorf. Das Pferd hatte allein starten müssen. Der TÜV hatte den anderen Konkurrenten die Zulassung mit dem Hinweis verweigert, es fehlten ihnen die Bremsbeschläge.